Das ist wohl der verplanteste Lesemonat ever, ever, ever. Mein Gott, ich kriege hier heute keinen einzigen klaren Satz zustande. Bah! Und es tut mir sehr, sehr leid. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal bei euch dafür. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lesemonat vom November geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich im November gelesen habe, war dieses hier, Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Ich hatte ja Weil ich Leichen liebe von Colleen Hoover gelesen und das war ja nicht so ganz mein Fall. Diese ganze Poetry Slam Geschichte und Lehrer-Schüler-Beziehung war einfach nicht so meins. Dafür hat mir dieses Buch umso mehr gefallen. Ich erzähle euch erstmal ganz kurz, worum es geht. In diesem Buch geht es um Tate und Miles. Ich vergesse mal seinen Namen. Es geht um Tate und Miles und Tate zieht für ihr Aufbaustudium vorübergehend zu ihrem Bruder und lernt dort gleich am ersten Tag den Nachbarn ihres Bruders Miles kennen. Miles ist am Anfang ein ziemlich unsympathischer Mensch. Er behandelt sie nicht sehr gut. Er ist sehr ruppig zu ihr und sie kann das Ganze nicht verstehen. Er ist auch sehr in sich gekehrt und ja, das ändert sich dann mit der Zeit und die beiden entwickeln eine Freundschaft und kommen sich natürlich näher. Und es ist in diesem Buch so, dass man immer aktuell aus Tates Sicht liest, was gerade so los ist. Und man liest hier aus Rückblenden aus der Sicht von Miles. Und man fragt sich die ganze Zeit nur so, was verdammte Hacke ist denn bei dem bitte schiefgelaufen im Leben, dass der so drauf ist? Und ja, das kommt dann natürlich aus ganz, ganz am Ende raus. Aber ich finde, es ist sehr, sehr schön gewesen, das so zu lesen, weil es war eine gute Mischung zwischen heute und damals, diesen Rückblendenerzählungen. Und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, wie gesagt, lernen die beiden sich kennen und entwickeln dann eine Art Freundschaft und kommen sich dann natürlich auch näher. Und ob es Miles am Ende schafft, seine Vergangenheit loszulassen und dem Leben eine neue Chance zu geben, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ich, wie gesagt, fand die Handlung wirklich sehr, sehr gut. Mir hat sie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch Tate und Miles als Charaktere wirklich sehr, sehr gern. Ich fand auch den Bruder von Tate ganz cool. Und ja, mochte ich einfach. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Der Schreibstil hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dieses Buch hat eine ganz, ganz tolle Ausdrucksweise. Es ist kein plumper Schreibstil. Es sind schöne Formulierungen in dieser Geschichte drin. Auch wenn ich schon von vielen gehört habe, dass die englische Ausgabe besser sein soll. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich lese keine Bücher auf Englisch, deswegen weiß ich das nicht. Aber mir hat hier auf jeden Fall die deutsche Ausgabe sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich mochte das Buch. Und wenn ihr Bock auf New Adult habt mit schönen Formulierungen und einer schönen Schreibweise, dann schaut euch Zurück ins Leben geliebt auf jeden Fall mal an. Ich habe schon von ein, zwei Leuten gehört, dass die Sexszenen den Leuten zu viel waren. Ich fand es wirklich okay. Und ihr wisst, ich bin ein Mensch, der zu viel Sex in einem Buch auch nicht gut findet, aber ich fand, das hat sich hier wirklich noch in Grenzen gehalten. Da gibt es definitiv weitaus schlimmere Bücher als dieses. Ich sag nur Rock Kiss 1. Ja, okay, so viel zu Zurück ins Leben geliebt. So. Der November war ja bei mir ein Rezensionslesebuchmonat und ich glaube, ich habe dieses Buch bei meinen Neuzugängen vergessen. Und zwar Talon 3 Drachennacht von Julie Kagawa. Das ist auch im November, glaube ich, bei mir eingezogen und ich habe es vergessen. Ups. Naja, ist ja auch wurscht. Das ist der dritte Teil der Talon-Reihe und ich kann euch hier zum Inhalt wirklich nichts weiter sagen, weil diese Bücher direkt immer alle aneinander anknüpfen und auch nicht unabhängig voneinander sind, sondern das ist eine fortlaufende Geschichte. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand die Handlung in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut. Es geht immer noch um Amber und um Dante, um Riley und Garrett. Und ja, ich kann euch hier zum Inhalt wirklich nichts sagen, weil sonst würde ich euch das Ende vom zweiten Teil spoilern und das möchte ich nicht. Deswegen, falls ihr mehr Infos zu diesen Büchern wollt, dann ich verlinke euch hier oben in der Infokarte einfach mal meine Reihenvorstellung, die kleine, die ich dazu gemacht habe, auch wenn ich weiß, dass diese Reihe noch fortgesetzt wird. Ja, habe ich trotzdem gedacht, ich mache hier eine Reihenvorstellung dazu, weil ich kann zum dritten Teil halt einfach nicht viel sagen, weil wie gesagt, es ist ein dritter Teil. Ich kann nur sagen, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, das Ende fand ich ultra fies, das hat mein Herzchen, hat meinem Herzchen nicht gut getan, das Ende. Und ja, umso spannender ist es jetzt, wie es im vierten Teil dann weitergeht und ich freue mich da schon wirklich sehr drauf. Und ja, mal schauen, wann der erscheint, es gibt noch keinen Termin, aber Talon Drachennacht hat mir wirklich hier ganz, ganz gut gefallen und wer Jugendbücher mag, wer Drachengeschichten mag, sollte sich Talon oder Talon auf jeden Fall mal mit angucken. I like it und ja, ich mag es, kann zum Inhalt nichts sagen und deswegen lege ich es jetzt beiseite. Das Buch,
was ich dann da danach gelesen habe, ist auch eine Fortsetzung. Und zwar der zweite Teil von Calendar Girl berührt April, Mai, Juni. Auch hier kann ich zum Inhalt nicht so viel sagen. Es geht immer noch um Mia. Mia hat Schulden. Sie muss 1 Million Dollar zurückzahlen, hat dafür ein Jahr Zeit. Und damit ihr das gelingt, tut sie in der Escort-Agentur ihrer Tante anheuern und arbeitet jeden Monat bei einem anderen Mann als Escort-Girl und ja, versucht halt so das Geld zusammenzubekommen. Und wie es halt im Leben immer ist, lernt sie gleich im Januar einen ganz besonderen Menschen kennen. Und ja, dieser Mensch geht ihr nicht mehr aus dem Kopf und begleitet sie halt auch das restliche Jahr. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht. Ich kann euch jetzt zum Inhalt sagen, im April begleitet Mia einen Baseballspieler. Im Mai wird sie für ein Fotoshooting auf Hawaii angeheuert. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Wir würden nicht gerne mal nach Hawaii. Und im Juni passiert dann etwas, mit dem sie nicht gerechnet hätte und was sie so nicht erwartet hätte. Und ja, es ist auf jeden Fall eine gute Fortsetzung vom ersten Teil. Ich finde immer noch die Handlungsweisen der Protagonistin teilweise absolut unglaubwürdig und ich würde so nicht reagieren. Und sie ist immer noch meiner Meinung nach ein bisschen nymphomanisch veranlagt. Aber naja, gut, so ist es halt. Ich habe jetzt zu diesen Büchern eine kleine Hassliebe entwickelt. Eigentlich nervt es mich, das zu lesen, aber ich möchte jetzt gern wissen, wie es weitergeht und was das restliche Jahr jetzt hier noch passiert. Deswegen werde ich auch den dritten und den vierten Teil auf jeden Fall lesen. Aber eigentlich... Naja gut, aber so ist das. Wer den ersten Teil mochte, dem wird auch der zweite Teil wieder gefallen. Und wer den ersten nicht mochte, sollte auch die Finger vom zweiten lassen. Es bleibt vom Schreibstil, von der Aufmachung her, bleibt das alles das gleiche wie beim ersten Teil. Und ja, deswegen, wer den ersten nicht mochte, wird den zweiten auch nicht mögen. Und ich kann nur sagen, der Schreibstil hier ist locker leicht und einfach, ein bisschen frech. Mir ist eine sehr selbstbewusste Protagonistin und nimmt halt auch kein Blatt vom Mund und ja, gibt's halt den Kerlen auch mal verbal. Und das ist ja nicht für jedermann was, deswegen... Ich kann es nur bedingt empfehlen, also ich würde es jetzt hier nicht jedermann empfehlen, aber wer starke Charaktere mag, wer keine Probleme mit ein bisschen Ausdrücken hat und einer lockeren Schreibweise und wer keine Probleme mit viel Sex in Büchern hat, der sollte sich diese Bücher auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ich habe hier zu diesen Büchern eine kleine Hassliebe entwickelt. Oh. Mein viertes Buch im November war dieses hier, Die 12 von Justin Cronin, und dieses Buch ist unglaublich schwer. ich habe den dritten Teil im November auch gleich dann danach noch mitgelesen und was soll ich sagen, der zweite Teil war wirklich richtig gut, hat mir total gut gefallen, viel, viel besser als der erste, weil ich finde, im ersten passiert von der Handlung her schon einiges, aber nicht so viel wie im zweiten Teil. Ich finde, die Geschichte kommt im zweiten Teil erst richtig in Fahrt und richtig in Schwung und man arbeitet sich im zweiten Teil eigentlich erstmal auf das Eigentliche hin, was eigentlich die ganze Zeit schon erahnt wird, was passieren soll. Zum Inhalt kann ich nicht viel sagen. Wir begleiten hier immer noch Amy auf ihrer Reise und sie hat ja im ersten Teil Verbündete gefunden, also Peter, Michael, Musami und Alicia, Sarah, Michael, und ja, wir begleiten hier im zweiten Teil Amy und ihre Freunde. Der zweite Teil beginnt 5 Jahre nach dem Ende des ersten Teils und es hat sich einiges verändert und unsere Freunde sind hier auch nicht mehr alle zusammen. Sie sind alle irgendwo verteilt an verschiedenen Stellen, weshalb man hier auch aus mehreren Sichtweisen und mehreren Handlungssträngen liest, was ich aber sehr, sehr gut finde für diese umfangreiche Geschichte. Und am Ende geht es hier schlussendlich einfach nur darum, wird es die Menschheit schaffen, die Welt zu retten und zu überleben? Und werden sie einen Weg finden, um die 12 zu töten? Und ja, das ist so das Grobe vom Inhalt. Ich möchte nicht gesagt zu viel verraten, weil wer den ersten Teil nicht kennt, den möchte ich jetzt hier auch nicht spoilern. Das ist wirklich eine sehr, sehr umfassende Buchreihe. Ich habe in meiner Reihenvorstellung dazu gesagt, dass das die epischste Buchreihe ist, die ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals lesen werde. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, weil... Diese Buchreihe ist einfach nur umfassend geschrieben. Der Schreibstil ist außergewöhnlich. Er ist eine Qual. Ich kann es nur sagen. Er ist so detailliert und umfangreich, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, da eine gewisse Seitenanzahl am Stück zu lesen. Also so ging es mir. Ich habe dann wirklich immer nur bei beiden Büchern, bei dem, kann ich den dritten Teil eigentlich auch gleich zeigen, das ist der hier, die Spiegelstadt. Wie bei dem habe ich wirklich immer nur 50, 60 Seiten am Tag gelesen, was gut ging, weil hier wirklich sehr, sehr kurze Kapitel nur drin sind. Und mehr konnte mein Gehirn auch an Informationen nicht aufnehmen, denn dieses Buch hat unheimlich viele Charaktere, unheimlich viele Schauplätze und natürlich auch sehr, sehr viele Handlungsstränge. Und ja, man bekommt ja einfach einen wahnsinnigen Input und
wenn man da nicht wirklich genau liest und aufpasst, hat man dann schon was verpasst und kommt dann irgendwann in der Geschichte nicht mehr hinterher. Deswegen, man muss diese Bücher wirklich aktiv lesen, Wort für Wort und Satz für Satz. Und ich kenne das von mir, bei Jugendbüchern merke ich das gerade immer, wenn der Schreibstil sehr einfach ist, fange ich dann irgendwann an, den Text einfach nur noch abzuscannen. Und dann lese ich Sätze nicht mehr Wort für Wort, sondern einfach nur so in einem Satz. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der eine oder andere kennt das vielleicht. Und das geht bei diesen Büchern hier definitiv nicht. Man muss ja definitiv alles in Ruhe komplett lesen, um das alles auch zu verinnerlichen. Und ja, es ist einfach eine wahnsinnig epische Buchreihe und ich finde sie ganz, ganz toll. Im dritten Teil ist dann das große Finale, was jetzt genau passiert, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, weil sonst spoilere ich euch hier wirklich zu. Ich habe den dritten Teil auch vorher nicht gelesen. Ich wusste nicht, was im dritten Teil passiert. Ich kannte wirklich nur als Ausgang die Situation am Ende vom zweiten und war dann sehr, sehr überrascht, als das Buch hier anfing und man hier wieder einen gewissen Zeitsprung gemacht hat, der aber deutlich größer war als der am ersten Teil. Und ja, ich kann euch auch hier die Reihenvorstellung einfach oben in der Infokarte nochmal mit verlinken, falls ihr da mal reingucken wollt, aber wer Bock auf wirklich eine sehr anspruchsvolle Buchreihe auch hat und einfach mal Lust hat, nicht immer nur Jugendbücher zu lesen, sondern halt auch wirklich mal was, wo man aktiv mitlesen muss und mitdenken muss, sollte sich Justin Cronins Passage-Trilogie auf jeden Fall mal angucken, denn es lohnt sich auf jeden Fall und ich bin so happy, dass ich diese Reihe jetzt fertig habe. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das dieses Jahr noch hingekriegt habe. Aber wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich finde die Story einfach nur unheimlich gut und wahnsinnig spannend und es ist einfach episch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das dieses hier, Paper Swan von Leila Etta. Ich hatte es ja damals in meinem Neuerscheinungsvideo mit vorgestellt und ich musste mir dieses Buch einfach kaufen, einfach weil ich dieses Cover so richtig cool finde mit dem Wasser und diesem Schwan und diesem Blut und oh mein Gott, dieses Buch hat mir ultra gut gefallen. Es ist so ein Buch, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, sowas da dazwischen gibt es nicht, dass man sagen kann, oh ja, das war ganz nett. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich mochte es zum Glück und ich muss sagen, dass mir die Handlung wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Die Charaktere fand ich gut und es gab eine Stelle im Buch, wo ich mir so dachte, so what? Das kann nicht hier ernst sein, dass er jetzt so reagiert, nach dem, was er hier alles getan hat. Aber das war eine Stelle, danach ging es und ich erzähle euch aber erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Sky und Sky wird an ihrem Geburtstag entführt und findet sich auf einem Boot wieder, mitten im Nirgendwo. Sie hat keine Ahnung, wo sie ist, sie hat keine Ahnung, warum sie entführt wurde oder was überhaupt passiert ist. Und eines Tages stellt sie fest, dass sie ihren Entführer irgendwie kennt. Er kommt ihr irgendwie bekannt vor und stellt dann eine Verbindung quasi zu ihrer Vergangenheit her und hofft dann natürlich, als sie das Ganze herausfindet, dass sie ihrem Entführer irgendwie entkommen kann. Ich möchte zu diesem Buch einfach nicht so viel verraten, weil ich finde, man sollte sich hier wirklich überraschen lassen, auch wenn die Handlung sehr schnell sehr klar wird. Also es ist jetzt hier keine sehr überraschende Handlung und es sind keine überraschenden Plot-Twists drin mit Dingen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Man sieht das Ganze schon in dem Sinne kommen, was jetzt hier am Ende passiert und worauf das Ganze hinausläuft. Also wie gesagt, die Handlung hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die Charaktere mochte ich auch sehr, sehr gern. Sky hat mir als Protagonistin dieser Geschichte wirklich sehr gut gefallen. Eins, zwei, wie gesagt, Handlungsweisen von ihr konnte ich absolut nicht nachvollziehen. Ich habe mich da echt gefragt, was? Das kann nicht dein Ernst sein, dass du jetzt so reagierst in dieser Situation. Bitte, was stimmt denn bei dir nicht? Und ja, aber das waren so zwei, drei Sachen, da muss man, glaube ich, einfach drüber hinwegsehen, dass man da so nicht ganz konform mitgehen kann. Ansonsten fand ich Damian, ich weiß jetzt nicht, wie er nun richtig ausgesprochen wird, auch wirklich sehr, sehr gut als Charakter und auch die Nebencharaktere haben mir ultra gut gefallen, wie Skys Vater und die Freunde von Damian und die ganze Geschichte, was halt auch am Endeffekt dann noch rauskommt am Ende, was in der Vergangenheit der beiden passiert ist, warum das Ganze so passiert ist, wie es passiert ist, fand ich auch wirklich ultra gut. Und was mir auch wirklich richtig, richtig gut gefallen hat, dass die letzten 150 Seiten hier ungefähr, also sind 400 Seiten, was das Buch hat, knapp, oder 400. Also dieses Buch hat 400 Seiten insgesamt und die letzten 150 Seiten beschäftigen sich dann mit dem Ganzen, was nach dieser Entführungsgeschichte passiert ist. Also, was ist mit Sky passiert, was ist mit Damian passiert, wie geht's den beiden und ja, das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass nicht nur wirklich der Fokus hier auf dieser Entführung liegt, sondern auch, was ist danach und was hat das Ganze für Folgen für die beiden. Und ich finde, es ist einfach eine wunderschöne Geschichte über das Leben und Schicksal und wie Menschen
immer wieder durch das Schicksal getrennt werden und am Ende vielleicht doch zueinander finden können. Und ja, ich fand, es war einfach mal wirklich was Besonderes und einfach mal eine gute Abwechslung in diesen ganzen Liebesgeschichten. Und deswegen hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich persönlich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich empfehle aber, holt euch erstmal die Leseprobe für ein Kindle oder so. Lest einfach mal rein, ob euch der Schreibstil gefällt, ob euch die Art und Weise, wie das geschrieben ist, gefällt. Und ja, kauft es euch dann, weil wie gesagt, das ist so ein Hass- oder Liebe-Buch. Und ich kenne einige, die gesagt haben, boah, das Buch ist so kacke. Deswegen lest euch die Leseprobe durch und schaut rein, ob es euch gefällt und entscheidet es dann. Aber ich liebe es und kann es euch an dieser Stelle wirklich nur empfehlen. Nach Paper Swan habe ich dann dieses Buch hier gelesen, Alice im Zombieland von Sheena Showalter. Showalter. Dieser Name ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das war das erste Buch, was ich von der Autorin gelesen habe. Ich habe inzwischen noch ein anderes Buch von ihr gelesen. Und ja, was soll ich sagen? Mir hat dieses Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es war nicht perfekt, es war ein bisschen nervig an manchen Stellen und ich konnte so zwei, drei Sachen nicht nachvollziehen. Aber ansonsten war es wirklich eine richtig, richtig gute Jugendbuchgeschichte. Es war voller Klischees und Stereotypen und der Schreibstil hat mich sehr an Frau Armentrout erinnert, weswegen es mir wahrscheinlich auch so gut gefallen hat. Wer das jetzt nicht so mag, sollte dann lieber die Finger davon lassen, aber wie gesagt, ich persönlich fand es wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich mochte es, I like it. Und in diesem Buch geht es um Alice Bell. Alice verliert bei einem tragischen Unfall ihre ganze Familie und zieht dann daraufhin zu ihren Großeltern, muss die Schule wechseln und ja, versucht halt erstmal irgendwie wieder mit ihrem Leben zurechtzukommen. Und sie hat immer so ein Gefühl, dass mit dem Unfall da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Also sie denkt, dass sie was gesehen hat, was sie eigentlich gar nicht gesehen haben kann. Und versucht dann dem Ganzen in der Geschichte auf den Grund zu gehen. Im Laufe der Geschichte versucht Alice dann herauszufinden, was es mit dem Unfall ihrer Eltern eigentlich auf sich hat, was denn da jetzt genau passiert ist. Denn wie gesagt, sie hat so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Und stößt dabei auf ein Geheimnis, was ihr Leben für immer verändern wird. Denn Alice stellt fest, dass sie Zombies sehen kann. Und Zombies sind in diesem Buch nicht einfach irgendwelche wandelnden, schlürfenden Gestalten, sondern es sind mehr so Geisterwesen. Und auch der Zombie-Kampf dann an und für sich findet auch mehr so auf einer geistigen Ebene statt, was ich wirklich sehr, sehr cool finde, weil es einfach mal ein ganz, ganz anderer Ansatz ist. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich gibt es in diesem Buch auch wieder den unwiderstehlich und gut aussehenden Bad Boy, der unsere Protagonistin erstmal nicht möchte und sie scheiße behandelt. Und er heißt in diesem Buch Cole. Ich finde den Namen Cole einfach toll. Seit Scotland Street, nee, eigentlich schon seit London Road, mag ich den Namen Cole einfach total gerne. Ach ja, und ja, was kann ich zu diesem Buch sonst noch sagen? Also wie gesagt, es geht um Alice, die Zombies sehen kann und versucht dann halt rauszufinden, was hinter dem Unfall ihrer Eltern steckt und ob die Zombies etwas damit zu tun hatten oder nicht. Das ist das auch mit, worum es in diesem Buch geht. Und dann natürlich hängt Cole mit seiner Gang und seinen Freunden hier auch noch mit drin. Und ja, ich mochte das Buch total gern. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf Zombie-Jugendbücher habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, es erinnert mich von der ganzen Art und Weise her sehr an Frau Armentrout. Wir haben hier sehr viel Kitsch, sehr viel Klischee. Wir haben hier eine Liebesgeschichte, wir haben einen stereotypischen Bad Boy und ja, ich mag sowas ja, aber es gibt ja Leute, die mögen das nicht, aber ich mag es. Und ihr mögt es bestimmt auch, sonst hättet ihr mich nicht abonniert. Also lest dieses Buch, es ist wirklich ganz toll. Ich habe dann vom Verlag auch gleich noch den zweiten Teil dazu bekommen und der zweite Teil knüpft direkt an den ersten Teil an. Deswegen kann ich auch hier zum Inhalt nicht so viel sagen. Wenn ihr Näheres zu diesen beiden Büchern noch wissen wollt, schaut auch hier nochmal in mein Video dazu rein. Ich verlinke es euch auch oben in der Infobox. Aber ich kann nur sagen, ich mag den Schreibstil, wie gesagt, er erinnert mich an Frau Armentrout. Ich mochte die Handlung, denn es gibt hier neben den Zombies noch eine andere Bedrohung auch. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, lest diese Bücher, das verrate ich euch nicht. Und es passieren sehr, sehr viele tragische Dinge hier auch, was Alice' Familie noch betrifft und ihr weiteres Leben. Was ich noch sagen kann, ist, dass dies jetzt keine direkte Adaption auf Alice im Wunderland ist. Es gibt hier so kleine Parallelen zu Alice im Wunderland. Aber es ist jetzt halt nicht wie bei Mond ist Silber oder so wirklich so eine Adaption auf das Märchen oder so. Also es sind hier kleine Parallelen zu Alice im Wunderland vorhanden. Wie zum Beispiel die kleine weiße Kaninchenwolke, die immer zu bestimmten Dingen auftaucht. Wo ich euch nicht verrate, was. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, sie heißt halt Alice und die Kapitel sind wie bei Alice im Wunderland so ein bisschen danach gekennzeichnet, aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich Parallelen dazu. Also wenn ihr hier eine direkte Adaption auf Alice im Wunderland erwartet, seid nicht enttäuscht, denn es ist keine.
Sorry Leute, ich bin etwas wirr im Kopf, es ist schon spät, ich müsste eigentlich schon wieder ins Bett, aber ich muss das Video noch drehen und schneiden. Der Dezember ist bei mir einfach immer total chaotisch, weil wir 20 Millionen Geburtstage haben und dann ist noch Weihnachten und Weihnachtsfeiern und Arbeiten und naja, Überstunden und naja, so ist das halt. So, mein nächstes Buch, was ich gelesen habe, ist dieses hier, Dare to Love Sex von Carly Phillips. Zweifel für die Liebe heißt dieses Buch und es ist mein liebster Teil der Reihe bisher. Muss ich so sagen, in diesem Buch geht es um Maggie und Scott und Maggie ist schwanger von ihrem Ex-Freund und wurde sitzen gelassen und will mit dem Typen auch gar nichts mehr zu tun haben. Sie hat sich damit abgefunden, eine alleinerziehende Mutter zu werden und sie sagt für sich, ich mache mich nie wieder von einem Kerl abhängig, ich schaffe das allein, ich bin eine große selbstständige Frau und ja, trifft dann aber auf Scott Dare. Und Scott ist ein Mann, oh mein Gott, er ist so ein typisches kleines Alpha-Tier. Und er ist halt auch sehr herrisch manchmal und er sagt halt auch gern, wo es lang geht. Und ja, ist natürlich genau der Typ Mann, von dem sich Maggie eigentlich fernhalten wollte. Aber Scott spürt, dass das zwischen den beiden etwas ganz, ganz Besonderes ist und möchte Maggie da nicht aufgeben. Und ja, hängt sich dann halt rein, dass die beiden eine Chance bekommen und ob Maggie nachgibt oder nicht und die beiden eine Chance haben, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Dieses Buch ist wirklich eine ganz, ganz süße Liebesgeschichte und sie hat voll meinen Geschmack getroffen. Der Schreibstil von Carly Phillips ist auch hier wieder locker, leicht und einfach und das sind niedliche, süße, kleine Bücher, die man so zwischendurch einfach mal mitlesen kann. Ich lese sowas immer sehr, sehr gern, wenn ich viel Fantasy oder so Jugendbücher gelesen habe, dann sind die echt ideal, um einfach mal so zwischendurch was ein spannendes, leichtes, schönes, freudiges zu lesen und ja, Schreibstil war wirklich wieder sehr, sehr gut. Charaktere haben mir mega gut gefallen. Ich mochte Maggie, ich mochte Scott, ich mag die ganze Dare-Familie, ja, um die es in dieser Reihe geht. Also in jeder Geschichte geht es ja um ein anderes Dare-Kind, also Männlein wie Weiblein. Es sind sehr, sehr viele, warum erfahrt ihr im ersten Teil und ja, ich mag dieses Buch wirklich sehr, sehr gern. Ich kann es euch auch hier wirklich wieder empfehlen, wenn ihr Liebesgeschichten mit Erotik mögt, dann wie gesagt, schaut euch die Dare to Love-Reihe auf jeden Fall mal an und ja, dieses Buch ist mein Lieblingsteil. Man kann diese Bücher unabhängig voneinander lesen, also ihr müsst jetzt nicht zwingend den 1., 2., 3., 4., 5. gelesen haben, um den 6. zu lesen. Es hat natürlich Vorteile, weil man die ganzen Charaktere, die in diesem Buch vorkommen, schon mit kennt und die Hintergründe kennt, aber es ist jetzt nicht zwingend eine Pflicht, dass man die Geschichte versteht, also das nicht, also ich mag dieses Buch und ich freue mich jetzt schon auf den 7. Teil, der im Januar erscheint. Damit wären wir dann bei meinem vorletzten Buch vom November und das war Was auch immer geschieht von Bianca Iosivoni. Ich hatte auf dieses Buch ja so lange gewartet. Im Juli kam ja das E-Book dazu schon raus, aber ich wollte es ja unbedingt als richtiges Buch haben, allein schon, weil ich das Cover so wirklich sehr, sehr hübsch finde. Ich mag es. Und hier auf dem Buch seht ihr das, das glitzert hier so ein bisschen. Also hier sind so Kreise drauf. Oh, hier. Seht ihr das? Und die reflektieren so ein bisschen. Und das finde ich sehr, sehr schön. In diesem Buch geht es um Kelly und Keith. Und Keith ist ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Genauso wenig wie Seth und Ross. Alles, was so mit TH ist am Ende, ist mein Tod. Auf jeden Fall geht es um Kelly und Keith. Und die beiden sind Stiefgeschwister. Haben sich ganz, ganz viele Jahre nicht gesehen. Und treffen jetzt wieder aufeinander. Und Kelly hat damit ein sehr, sehr großes Problem. Denn Keith ist schuld am Tod ihres Vaters. Und das kann sie ihm einfach nicht verzeihen. Kelly muss jetzt aber aufgrund der Umstände gerne einige Wochen mit ihm verbringen. Und glaubt nicht, dass das funktioniert zwischen den beiden, denn sie hasst ihn abgrundtief. Und wie das Ganze zwischen den beiden jetzt genau abgeht und ob sie ihm vielleicht doch noch irgendwie eine Chance gibt und ihm vielleicht doch noch irgendwie verzeihen kann, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dass mir die Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist eine unheimlich süße Liebesgeschichte. Und ich finde, die Geschichte lehrt einem auch, dass jeder im Leben eine zweite Chance verdient hat. Und man Menschen auch nach einer gewissen Zeit eine zweite Chance geben sollte, denn jeder verändert sich im Laufe seines Lebens. Und ja, ich mochte das Buch total, die Handlung hat mir ultra gut gefallen. Ich mochte Kelly, ich mochte Keith, dieser Name Keith. Auf jeden Fall mochte ich die beiden Charaktere auch wirklich sehr, sehr gern. Ich mochte die Nebencharaktere, die Mutter von Keith und die Schwester von Kelly. Und ja, was halt sonst noch so an Nebencharakteren, die Freundin von Kelly kam noch drin vor und ein Freund von ihr. Und ja, auch die Nebencharaktere, wie gesagt, haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte
die Handlung, der Schreibstil von Bianca Iosivoni war wieder ein Traum. Ich finde, diese Frau schreibt so schöne Geschichten. Sie hat eine ganz, ganz tolle Ausdrucksweise. Sie hat eine ganz eigene Art, Geschichten zu erzählen. Und ja, ich mag den Schreibstil von Bianca Iosivoni einfach immer noch ultra gern. Er hat mir vom ersten Buch an, was ich bei ihr gelesen habe, das war die Promises of Forever Reihe, vom ersten Buch an hat mir dieser Schreibstil unheimlich gut gefallen und ja, ich mag ihn auch heute noch und ich liebe dieses Buch, es ist so schön. Und wer jetzt noch nach einer schönen Edit-Geschichte sucht, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mit angucken, auch wenn es nicht im Winter spielt, sondern eher im Sommer. Völlig egal. Ich mag dieses Buch, tolle Charaktere, tolle Handlungen, toller Schreibstil. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die neuen Bücher von Bianca Iosivoni. Ich glaube, nächstes Jahr kommen 3 Stück insgesamt raus. Auf jeden Fall ein neuer Daughter of Darkness Teil. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr. Auch wenn ich den ersten Ausbau noch lesen muss. Naja, es ist ja bald Weihnachten. Und ja, auf jeden Fall kann ich euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr nur Adult-Geschichten mögt. Damit wären wir beim letzten Buch, was ich im November gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Das Frostmädchen von Stefanie Lasthaus. Ich muss sagen, ich finde das Cover immer noch ultra schön und es gefällt mir auch immer noch wirklich sehr, sehr gut. Aber leider hat mich der Inhalt hier nicht überzeugt. Ich fand die Handlung war gut vom Ansatz her, von der Grundidee her war sie wirklich sehr, sehr gut. Und es hätte auch eine sehr, sehr spannende Geschichte werden können, aber leider hat mir die Spannung hier in diesem Buch gefehlt. Die Charaktere waren gut beschrieben und auch gut ausgearbeitet. Ich glaube, mein Problem mit diesem Buch war einfach, dass mir der Schreibstil nicht so zugesagt hat. Es ist eine Geschichte, die sehr, sehr ruhig erzählt wird, die auch vom Tempo her sehr langsam erzählt wird. Und es ist ein Buch, was sehr, sehr bildlich geschrieben ist. Also die Szenen sind gut ausgearbeitet. Man kann sich das alles wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Aber es ist halt hier kein extremer Spannungsbogen da. Und es ist auch keine extreme Action in diesem Buch, sondern es ist halt alles sehr ruhig. Und das war einfach nicht meins. Also ich habe mir da was anderes drunter vorgestellt. Und wer jetzt, denke ich mal, so den Schreibstil von Nina Blanchot ganz, ganz toll findet, der wird dieses Buch auch, denke ich mal, gut finden. Aber wie gesagt, meins war es jetzt persönlich nicht. Mir war dieses Buch jetzt im Großen und Ganzen einfach etwas zu ruhig. Ich hätte mir da etwas mehr Spannung gewünscht. Und ich muss auch sagen, dass die Sexszenen, diese 2 Mini-Sexszenen, die in diesem Buch drin sind, absolut nicht gefallen haben. Die waren nicht gut geschrieben. Die waren einfach nur so, oh mein Gott, warum steht das da? Das kann man weglassen. Also, es hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass ich sage, ja, es sieht nach Jugendbuch aus und es gehört nicht da rein. Nein, das ist es nicht. Also, von mir aus kann in jedem Jugendbuch eine Andeutung von dessen, was da passiert, ruhig gemacht werden. Das stört mich nicht. Aber gab es so eine Stelle, wo ich dachte so, oh Gott, um Gottes Willen, warum schreibt man sowas da rein? Das ist... Nein, also es hat mir einfach nicht gefallen, diese Beschreibung dieser Szenen, die waren da für mich völlig deplatziert leider. Und ich finde, man hätte das einfach weglassen sollen und man hätte das irgendwie anders lösen sollen, diese ganze Thematik auch in diesem Buch. Und ich bin auch mit dem Ende absolut nicht zufrieden. Was bei diesem Buch auch noch ist, das Ende. Ich bin mit dem Ende leider auch nicht so ganz zufrieden gewesen. Ich hätte mir hier auch ein bisschen ein etwas anderes Ende gewünscht. Ich finde, es bleiben sehr, sehr viele Fragen am Ende auch offen, die nicht geklärt werden, was ich auch sehr, sehr schade finde. Und ja, war einfach nicht mein Buch. Ich erzähle euch aber erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Neve und Neve verbringt die Weihnachtsfeiertage mit ihrem Freund Gideon in Kanada in so einem kleinen Hotel, wo man so kleine Hütten mieten kann. Und zwischen den beiden kommt es zum Streit und Neve rennt aus diesem Hotelresort und rennt einfach mitten in den Wald. Ohne Schuhe, ohne Jacke, ohne irgendwas, also völlig überstürzt, rennt sie los und ja, bricht dann natürlich nach gewisser Zeit im Schnee zusammen, weil es einfach mal arschkalt ist. Und einige Stunden später oder einige Minuten, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel Zeit da dazwischen vergangen ist oder stand das da überhaupt? Ich glaube, es waren schon Stunden. Auf jeden Fall wird sie dann von Laurie gefunden. Laurie ist so in ihrem Alter, er ist Künstler und er wohnt in der Hütte von den Eltern von einem Kumpel, die so ein bisschen abseits von diesem Resort ist. Und ja, verbringt dort halt so für sich die Feiertage, um halt auch zu arbeiten. Er illustriert Kinderbücher, was ich wirklich sehr, sehr cool finde an dieser Stelle gesagt. Und ja, findet dann halt Neve im Wald und nimmt sie mit zu sich und pflegt sie quasi gesund. Und bei den beiden entwickelt sich dann so eine ganz spezielle Verbindung, sag ich mal. Und es ist wirklich sehr, sehr süß beschrieben, wie das zwischen den beiden auch abläuft. Und
Und Neve merkt halt, wo es ihr besser geht, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, dass irgendetwas anders ist als zuvor. Und ja, da kommt dann dieses magische Element ins Spiel, was hier in diesem Buch noch eine Rolle spielt. Dazu möchte ich jetzt aber wirklich nichts weiter sagen, weil ich sonst spoilern würde. Im Großen und Ganzen geht es hier auf jeden Fall darum, dass Neve und Lori, dass sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte entwickelt. Da, wie gesagt, dieses magische Element den beiden im Weg steht und Neve, ihr Freund Gideon, ist ja auch immer noch da, ne? Also der ist ja auch nicht einfach so verschwunden, mit dem, der hängt da auch noch irgendwie mit drin. Und diese Probleme müssen sie bewältigen und wie das den beiden gelingt und was dieses magische Element ist und was das alles mit auf sich bringt, das müsst ihr selber lesen. Also wie gesagt, ich denke, wer Nina Blajon mag, wird dieses Buch mögen und mein Fall war es jetzt halt leider nicht. Aber na gut, so ist es halt, man kann nicht immer alles mit. Das war mein Lesemonat vom November. Es waren insgesamt 11 Bücher, die ich gelesen habe, was sehr, sehr ordentlich ist. Im Dezember werden es definitiv nicht so viele. Ich glaube, da kann ich froh sein, wenn ich 3, 4 Bücher schaffe, was jetzt aber auch absolut nicht schlimm ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Als kleiner Hinweis noch für euch, am Sonntag gibt es auf meinem Kanal ein Hangout mit Annika von Annis Bücherlounge und der lieben Sina von dem Kanal von Wörtern gefesselt. Wir haben gedacht, es ist der 4. Advent und wir quatschen mal einfach so ein bisschen über die Weihnachtszeit. Und Sina war jetzt auch in New York, hat da bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, machen dieses Hangout am 4. Advent um 18 Uhr auf meinem Kanal. Wenn ihr Bock und Zeit habt, schaut einfach mal vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. So, jetzt quatsche ich aber nicht viel, viel weiter, weil dieses Video ist eh schon wieder ultra lang. Es tut mir sehr leid. Naja, ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Woche und bis dann. Macht's gut. Tschüss.